Willkommen zurück zu Hugo, dem Telespiel. Nein, natürlich nicht. Wir sind hier mit der, ja, mit unserer Achterbahn. Achterbahnfahrt des Grauens war es ja gewesen. Sind wir gerade angekommen hier hinten, sind wir durchgebrochen. Und haben da so ein bisschen Action gehabt. So, ich wollte mal ganz schnell nachladen hier alles, was wir hier haben. Ich finde, das Nachladen der Flinte ist ganz schön lang, weil man da ganz schön viel Zeit für braucht. So. So, da sind wir jetzt wieder gut ausgerüstet und marschieren weiter. Mal eben kurz hier die weitermachen. Ich verschätze mal, wir müssen nun... Müssen wir in das Rohr? Wir können in das Rohr, wir müssen aber nicht. Das ist jetzt die Frage. Gehen wir jetzt... Ich gehe trotzdem. Ich glaube, Tine Wittler könnte ja auch mal herkommen und so ein bisschen hier... Ah, ich mache die U-Bahn schön. Ah. So. Ah, da ist eine Falle. Ich sehe es schon. Hier sind schon wieder Fallen. Das bedeutet nichts Gutes. Das Spiel speichert auch schon wieder. Ihr habt es gesehen und... Wow, wow, wow. Was, 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 was? Alter. Alter, ich will hier gar nicht lang laufen. Ich bin alleine. Wie oft habe ich gesagt, ich will nicht alleine in die U-Bahn laufen? Ich gehe in das Rohr. Ich gehe in das Rohr. Ich gehe in das Rohr. Rohr, Rohr. So, schauen wir mal, wo wir da langkommen. Wenn wir überhaupt hier langkommen irgendwo. Wenn das überhaupt... Nein, 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 nein. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Ich frage mich gerade, warum ich an der U-Bahn vorbeigehen konnte und warum ich durch das Rohr gehen konnte, durch beide Wege. Wie ist das denn jetzt? Kann ich jetzt da irgendwie nochmal zurückgehen? Oder, weil jetzt anscheinend sieht es ja so aus, als würde die Story weitergehen. Ich bin so ein bisschen verunsichert gerade, ja. Ich fühle mich verunsichert von dem Spiel, denn, ja, zurück geht's ja anscheinend nicht mehr. Das ist schade, weil da waren so viele Wege und da ärgere ich mich immer drüber, da ich jetzt nicht weiß, was da... Geh weg! 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 Weil, da fühle ich mich wirklich unsicher und ich habe das Gefühl, ich würde da irgendwas liegen lassen oder was... Was verpassen? Das ist ärgerlich. Hätte ich jetzt... Ja, putzt du dich noch, natürlich. Mhm. Geh weg, du Scheißratte. Oh Gott. Ihr hört's auch, oder? Ein Kirchturm. In der U-Bahn. Da kann doch was nicht stimmen, oder? Wie kann denn... Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Oh nein, da hinten stehen schon welche. Sind das feindliche? Nee, freundliche, okay. Die haben grün. Nein, das Fahnenkreuz bleibt... Ein Mensch! Aber wie? Komm her, schnell! Ja, bin schon unterwegs. Und jetzt? Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Hm? Und du jetzt auch. Wenn du tief in der Scheiße steckst, ja, dann solltest du dir mal andere Schuhe anziehen. Geh und sprich mit dem Hauptmann. Wer ist denn der Hauptmann? Wer hier? Wir sind alle erledigt. Sieht schon verdammt geil aus, muss ich sagen. Also, gefällt mir richtig gut. Kann ich mal ein bisschen umsehen. Ja, okay, scheint nicht zu liegen. Der Hauptmann ist wahrscheinlich der Typ, der... Boah, das sieht so toll aus, wirklich. Entschuldigung, ich bin keine Grafikhure, aber es gefällt mir gut. Hauptmann, moin. Hauptmann, sprich mit mir. Rede mit mir, hallo. Ja, mal guckt. Rede mit mir. Gibt's denn sowas? Der Hauptmann? Ja, der ist der Hauptmann. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager.
Du bist jetzt einer von uns. Okay. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Warum Kinder des Untergrunds? Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Ja, zeigen wir den Freaks. Ja, ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Hörst du das? Scheiße, kein Licht mehr. Ah, super, ganz toll. Das heißt, Licht geht aus. Das heißt für uns, ich werde mein Nachtsichtgerät anwerfen. Jetzt. Boah, ist das windig. Wow, was? Was? Na, es hat ja super geklappt. Naja, super. Die Kampflinie hat ja... Aufstehen! Alle in Ordnung! Was war das? Wir haben Verluste! Ja, wir haben hier eine Menge Verluste. So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Gar nicht langweilig. Alles klar? Oh nein. Verdammt! So, und jetzt? Oh, da. Das sieht schon besser aus. So kann ich viel mehr sehen. Wir sind alle erledigt. Kämpfte Feiglinge. Kämpfte Feiglinge. Wo bleiben sie denn? Ja, das hat ja super viel gebracht, jetzt die Granate dahin zu schmeißen. Moon! Wieso kommen die immer zu mir? Geht zu den anderen. Bis jetzt sieht's gut aus. Also bis jetzt... Wow, wo kommt der denn her? Wow. Mann, stirb. Ihr habt da, ihr Scheißviecher. Boah, was ein Haufen Fruchtsalat. Aua! Sag mal, Kollege, hilfst du mir auch mal hier? Was hat der denn jetzt gemacht? Alter, was hat der denn gerade gemacht? Wow. Ja, hilf mir doch mal. Sag mal, ist denn sowas möglich? Wollen aber auch nicht sterben irgendwie. Was? Wow. Schon wieder? Was ist das denn? Mein, so ein Mist aber auch. So eine Kacke aber auch. Ich muss mal eben hier kurz meine Uhr. So. Und mal eben. Aber das haben wir, glaube ich, geschafft. Das ist super. Naja, einige haben es anscheinend nicht gepackt, so wie wir. Oder... Oh, super. Na toll. Ja, jetzt sterbe ich. Oder auch nicht. Ach, man kann... Ach so, jetzt schnall ich das erstmal. Man hat normale Munition und man kann irgendwie auf diese Feuermunition wechseln. Okay. Ah, jetzt ja. Jetzt leuchtet's ein. Oh, oh. Sollte vielleicht mal ein wenig
Hackengas geben. Und wo sind die ganzen Kollegen hin? Ja, super. I, was ist das denn? I. Oh nein. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Nein, das muss nicht sein, dass du stirbst. Nein, das, nein. Ich will das nicht, nein. Ich will das nicht. Jetzt wollte ich gerade echt eine Granate werfen. Das war jetzt echt knapp. Das muss nicht sein, Kumpel. Ja, okay. Müssen wir ihn doch anscheinend hier lassen. Ja, die haben es alle nicht gepackt. Aber die waren doch alle noch so gut drauf. Oh, da liegt ein Metrobuch. Wie komme ich da hin? Ein Metrobuch. Ein Metrobuch. Erstmal umsehen. Vielleicht gibt es hier noch was zu sammeln. Hallo? Ja, sehr schön. Boah, hier möchte ich aber auch nicht übernachten, ey. Wenn ich hier das Bett sehe, so... muss man ja jedes Mal Angst haben, dass hier so ein Mutant hier übers Bett springt. Meine Güte, Eintracht 1, immer noch. Beim Depot haben wir auch was vergessen einzusammeln. Man sieht's, ne? Man sieht immer, wie viel man eingesammelt hat. Okay. Tja, die Verteidigung. Also, hier fühle ich mich wie zu Hause an der Messe. Die Leute hängen an ihrer Station genau wie wir. An ihren einfachen Heimatstätten... ihren bedeutungslosen Leben im Untergrund und die trostlose Zukunft, als wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, wir können nur hoffen, dass es noch einen kleinen Aufschub gibt, bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem gebe ich sie nicht auf. Ich sollte auch gehen, die Zeit wird knapp. Dann wird die Zeit jetzt... Zeit wird wirklich knapp. Sollten wir wirklich weitergehen? Hier liegt anscheinend nichts mehr. Und das habe ich befürchtet, dass wir wieder alleine in der Metro unterwegs sind. Mein Gott, überall diese Ratten. Geht weg. Lass den zufrieden. Okay, das Gefährt scheint nicht mehr zu funktionieren. Anstatt da das jetzt auf die Schienen hieft. Ne, aber das wird wahrscheinlich zu schwer sein, weil es zu viel Metall dran ist. Naja, gut. Dann müssen wir... Ich will da gar nicht lang gehen. Ich will da nicht lang gehen. Irgendwas kommt doch gleich. Irgendwas ist doch hier. Ihr habt's auch gehört, oder? Hallo? 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 Echo! 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 Ich will gar nicht wissen. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, dass es nicht nur die Mutanten sind, die wir bisher gesehen haben, dass es noch andere gibt. Was ein Fötus. Dieser Fötus ist neu geboren. Klingt komisch, ist aber so. Kann man da reinfallen? Was? Nein! Oh nein! Okay, das war eine Falle. Also wissen wir schon mal, dass Löcher Fallen sind. Ja. Die starken und leisen Pfeile der Helsing fliegen nur langsam und merklich im Bogen. Am besten setzt man sie gegen... Beim Kriechen hält sich der Rückschlag der Waffe in Grenzen. Dadurch verringert sich die Streuung. Gut zu wissen. Okay. Also müssen wir hier höllisch aufpassen. Hier sind überall Fallen. Und wir werden ja auch nicht alleine sein. Gerade noch von gesprochen. Ja, Munition. Wovon wir schon genug haben. Mir hat mal jemand gesagt, dass man hier in dem Spiel so viele Sachen bekommt. Also jede Menge Zeugs, Munition. Und dann wird das einen relativ schnell wieder abgenommen.
Kann ich bis jetzt noch nicht bestätigen. Also wir waren eigentlich immer relativ gut ausgerüstet. Also ich hatte jetzt nie das Problem, dass ich jetzt keine Muni mehr hatte. Gut, am Anfang vielleicht. Aber das hat sich jetzt relativ schnell auch gelegt. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier rumrennen oder lieber nicht? Oh nein. Mann, Alter, lass mich in Ruhe. Ich will das... Oh, hier ist eine Falle. Die hätte ich ja beinahe gar nicht gesehen. Alter, geh weg. Ah, nein. Nein. Aua. Der hat uns auf jeden Fall gesehen. Und die Lampe geht gleich aus. Oha. Oha, was ist denn das denn? Ein Fötus. Ein Fötus, Mutant. Ah, du hässlicher Fötus. Du hässlicher Fötus-Mutant. Achso, die Lampe wollten wir einmal wieder. Ich glaube, ich kriege das nicht mehr raus, wenn ich mit dem Let's Play durch bin. Ich werde dann immer, wenn ich irgendwas auflade, machen. Ja, wo gehe ich jetzt lang? Jetzt ist natürlich wieder die Frage, es sind wieder so viele Wege, wo es lang gehen kann, wo ich aber wieder Angst habe, zu weit zu gehen, dass man dann wieder was vergisst und übersieht und hast du nicht gesehen mit allem Dings und Bums und überhaupt und hier hoch und runter. Mein Gott. So, was haben wir denn hier Schönes? Huch, bleib ich auch noch klemmen. Ich klemme. Okay, da kann man dann runterspringen. Hier haben die anscheinend alle gepennt immer. So. Okay, hier liegt anscheinend nichts drin. Na gut, das hätten wir uns auch sparen können, eigentlich hier hochzugehen. Aber gut. Besser rein, zweimal reingeguckt haben, als wie einmal zu wenig. So. Meine bester Freund, die Kackwurst, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Da ist auch wieder eine Falle. Was? Geh weg. Aua. Was feige Conchita Kackwürstchen. Alter. Beißen die dich einmal und verpissen sich. Was feige Conchita-Kackwürstchen. Das gibt's doch nicht. Kommt her, ja kommt her, komm her. Du feiges Würstchen, du. Du Conchita-Kackwurst. Wo ist er? Komm her. Von hinten wieder, ne? Ja. Stirb, du Kackwurst. Stirb doch, du Kackwurst. So, stirb, du Kackwurst. So, schmeiß doch noch den Stuhl um. Mann, hier sind so viele Sachen hier. Okay, da haben wir schon wieder voll. Komm, ich warte nur drauf. Na toll. Er haut mit dem Messer auch direkt durch die Gegend und trifft den noch niemals. So ein Mist aber auch. Mein Gott. Sterben die auch mal für immer oder kommen die immer... Mein Gott, ja, ist doch okay. Aber jetzt habe ich aber die Faxendicke hier. Jetzt habe ich aber echt die Faxendicke hier von denen. Ah, was denn, Conchita? Komm her, Conchita Braunwurst. Komm her, Conchita Braunwurst. Komm her. Wenn du willst, gerne. Komm her. Ja, da verpissen sie sich. Ja, du Conchita Braunwurst. Komm her. Du Fötuswurst. Conchita Fötuswurst ist auch gut. Na, wo ist er? Komm her, ich will nur noch den einen erledigen, weil es scheint mir nur noch einer zu sein. Ja. So. Wo ist die Kackwurst? Die Conchita Braun. Nee, die Conchita Braunwurst. Bam! So. Alter, wie geil ist das denn? Okay, da kommen doch noch mehr. Ich dachte, da kommen. So, dann gehen wir mal ein bisschen schneller hier voran. Scheiß Wichsvieh. Alter, verzieh dich. Und so läuft das. Lalalalalala. Okay, hier haben wir schon alles eingesammelt. Na, komm.
Komm. Das ist die einzige Tür, wo du durch kannst. Also, komm her, du Scheißdrecks. Braunwurst. So, ich gehe mal hier weiter, ganz fix. Da braucht er keine Maske anscheinend, ne? Aber ich sollte trotzdem mal die Maske aufsetzen. Ich werde verfolgt, ich merk's. Ja, und so läuft das. Lalalalalala. Ja, er braucht doch eine Maske. Ja, deswegen. Mein Gott. Ja, Conchita Braunwurst. Bleib doch hier! Gibt's denn sowas? Conchita. Wir die Treppen hochholen. Ha! Braunwurst! Ja, Braunwurst! Ja! Da kugelt er die Treppe runter. Guck ihn dir an. So. Meine Güte, wo kommst du denn jetzt her? Geh kacken. Mann. Die sind aber auch nervig, die Viecher. Ah, wenn man drauf leuchtet, verziehen sie sich. Ja, guck mal an. Da muss doch erstmal einer wissen. So, da ist eine Kralle. Wo müssen wir. Meine Güte, wo müssen wir denn lang? Meine Güte, ja, ist doch okay. Was? Wo? Laufen wir überhaupt richtig hier? Ich weiß es gar nicht. So. Ah, hier geht's wahrscheinlich lang, oder? Nee, waren wir schon, hä? Nee, doch nicht. Hier waren wir noch nicht. Haha. Haha, haha, ja, ah. Und wie sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen sie morgen. Und hier ist ein Safe, der verschlossen ist. Haha, also heißt es, wir müssen einen Schlüssel finden. Wer hätte das gedacht? Ich werde mal ganz schnell unsere... So. Jetzt ist wieder die Frage nach dem Schalüssel. Hier ist ein Schloss dran. Das kann er nicht mit der Flinte aufschießen. Nein. Die Flinte ist ja auch so schwach. Da unten war noch irgendwie eine Waffenkammer oder was das war. Das Spiel speichert. Das ist schön. Und ich würde sagen, wir weitermachen und die Conchita Braunwurst wir weiter erledigen und auf der Suche nach dem Schlüssel, wie wir den finden und wo wir den finden, ja, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge. Also macht's gut. Ciao.